So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich mache jetzt heute am Abend mal ein paar mehr Folgen, damit ich jetzt zeigen kann, halt am Abend. Und bislang habe ich seit dem letzten Part, schauen wir gleich mal, wenn ich das finde, 5 Folgen. Das ist ewig lange. Das ist einfach nicht rewardful für mich momentan. Es ist einfach, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man ist sinnlos hier, weil man kommt, bekommt nichts anderes über. Man bekommt einfach keine anderen Drops als diese Soulmonger. Ich habe einfach zu wenig Geduld und deshalb, ja, gehen wir lieber etwas anderes machen. Also wer da gerne für mich ein bisschen grind tut, ja, ich kann euch ein bisschen entlohnen, wenn ihr wollt, wenn ihr das für mich macht, aber ich mache das momentan nicht mehr. Das ist sowas von lame. Vor allem eben die Eisen sind einfach zu schwach, sie greifen zu wenig an. Also sie sind einfach zu passiv. Und deshalb geht es meistens ewig lange, bis der Soulmonger endlich tot ist, obwohl der viel schneller tot sein kann. Und ja. Danke, aber ich möchte gerne hier durch. Hier sind nämlich die Syrten. Okay, ich gehe lieber rechts herum. Da haben die Syrten einen rösenden Weg und so. Was könnten wir eigentlich jetzt machen? Wir könnten noch ein paar Quests abgeben, genau. Machen wir mal da die Quest mit Kevin Gönnwiller. Deutsch irgendwie was mit Crowd Ovation Zeugs. Und ja. Momentan habe ich ja das Problem, dass ich keinen Clan habe, weil die Sauerkraut keine Slots mehr frei haben. Ich habe keine Slots dazu bekommen, weil sie einfach noch zu schlecht sind, mit den verschiedenen Rangstufen nach oben zu kommen wahrscheinlich. Oder sie ignorieren mich jetzt plötzlich, weiß es auch nicht wieso. Aber Mess Kylin habe ich schon mehrmals versucht anzuschreiben. Aber nee, geht nicht. Ich habe sie leider nicht hier in der Liste. Aber so wie das geschrieben wurde bei YouTube, jemand hat mir den Namen geschrieben, so ist er falsch. Also der Spieler wird nicht gefunden. Also muss ich halt wieder den Namen so richtig schreiben können. Das ist einfach ein schwieriger Name. Vor allem für mich als ja, Asperger. Wo ich sowieso nie einen Namen merken kann. Weil irgendwie die anderen Menschen Sachen eher merkt. Sich genau weiß, wer tickt wie und so Sachen. Also ob er böse ist oder ob nett ist, ob er schlau ist oder dumm, merke ich immer wieder auch bei den Spielen, wie kämpfen sie. Ich habe viel mehr Zeit, das anzuschauen. Und genau das macht mir momentan auch so ein bisschen mehr Spaß. Nicht Schokolade rauf, mal runterwerfen. Die Sache ist, ich sehe einfach die Vorzüge der Krankheit. Oder es ist nicht mal eine Krankheit. Das sage ich ja immer wieder, aber... ich finde eher, Asperger ist ein Vorteil als ein Nachteil. Weil ich einfach jetzt auch mehr die Vorteile sehe, weil ich natürlich auch mir sehr viel informiert habe über die Krankheit. Die ist jetzt erst seit August klar bei mir. Und damals noch unter ADHS, aber Asperger ist schon ein Teil von ADHS, aber nur das HS, also der Schluss, die zwei Schlussbuchstaben, Hypersensibilität. Und ich fühle mich gar nicht hypersensibel, weil ich halte alles aus. Nur bei mir trifft es halt ein bisschen härter ein. Wenn jemand also zum Beispiel versucht, mich zu nerven, dann werde ich halt ein bisschen sarkastisch und nerve halt meistens ein bisschen lustig zurück. Aber genau das ist auch das, was ich möchte. Die Leute abgewöhnen, böse zu sein. Einfach den Menschen das Bösartige rauszunehmen, weil sie merken, es macht mehr Spaß, wenn man sarkastisch ist, wenn man ein bisschen Freude hat, dass jemand mich mobbt. Zeigt einfach den Mobbern und Hatern und so, dass sie gar keine Chance haben und dann geht es euch auch wieder besser. Also ich weiß nicht, wie ihr Probleme habt mit solchen Leuten, aber ich habe generell halt auch ein bisschen Probleme mit solchen Leuten. Die sind für mich einfach nur Schand. Und ich tue mir eigentlich gar nichts Gedanken machen darüber. Weil ich es auch geübt bin. Ich wurde auch gemobbt in der Kindheit.
gibt's nicht immer nur die armen, schwachen Leute, die gemobbt wurden. Ich war nie arm und schwach. Ich war einfach ein bisschen kindlicher als andere Menschen und deshalb wurde ich gemobbt, weil ich erst mit 16 Jahren in die Pubertät kam. Andere kommen ja heutzutage schon mit 8 oder 9, doppelt so früh, stellt euch mal vor, doppelt so früh in die Pubertät. Irgendwann mal ist man irgendwie zweijährig, hockt noch in den Windeln und muss noch an der Brust gemolken werden, dass man überhaupt, ja, dann fangen sie schon an zu pubertieren. Das ist natürlich, ich muss da nach dem Mund zucken. Und das ist natürlich, ja, heute einfach viel zu auffällig. Man merkt einfach, die kleinen Kiddies auf dem Spielplatz reden über Sex. Es ist unglaublich, dass du heutzutage einfach keine Kinder mehr beobachten kannst. Du direkt als Pädophil abgestempelt wirst, nur weil du ein bisschen den Kindern zuschaust. Die Leute immer so frech zu mir schauen, nur weil ich ein bisschen an einem Spielplatz entlang laufe und kurz schaue, was die Kinder so treiben. Es ist ja wirklich nicht sexuell, was ich mache. Aber andere haben da scheinbar extrem sensible Fantasien. Und da habe ich auch das Gefühl, dass nicht die Hypersensiblen das Problem sind, sondern die Unsensiblen, die einfach denken, es ist besser, wenn man sensibel ist. Also eher die Nicht-Kranken, Asperger-Kranken, das sind die Probleme. Also die Leute, die einfach zu sensibel wurden, weil einfach das Leben keinen Spaß mehr macht, sie natürlich auf alles achten müssen, die Kinder ja gut ernähren und so Sachen. Einfach diese pflichtbewussten Menschen. Und genau die mag ich überhaupt nicht. Weil ich halt eben krank bin, hypersensibel bin. Die meinen so, sie können wirken als Hypersensible, aber ja, vielleicht brauchen sie auch Hilfe, vielleicht brauchen sie auch psychologische Hilfe. Aber bei mir ist es immer so, dass ich überhaupt nicht psychologisch angreifbar bin, also dass Psychologen bei mir gar nichts entdecken können. Es ist einfach so, dass, ja, dass für mich Psychiater gar nichts helfen können. Und ja, deshalb, ja, ist eben das auch nicht eine... ich bekomme nochmal Werwolfsklan. Das ist für mich auch keine Krankheit, weil sie ja nicht psychisch ist, sie ist nicht körperlich. Es ist einfach mit den Nervenbahnen etwas nicht in Ordnung. Also, dass die Nerven einfach zu stark sind. Dadurch uns einfach zu viele Sinne, also die Augen, die Ohren, den Mund und die Haut, sondern zu viele Sinne ab. Und genau das überfordert uns manchmal bei vielen Leuten oder sonst irgendwas. Das habe ich jetzt auch lange gebraucht, bis ich in Regnum überhaupt in die Warzone getraut habe, weil einfach zu viele Menschen da herumfleuchen und die mich angreifen können. Und deshalb war ich nie so der richtig motivierend im Regnum-Spiel. Aber ich habe gesehen, durch meine Hypersensibilität vor allem, dass es euch ja Spaß macht, sonst würdet ihr gar nicht so viel zuschauen. Sonst würdet ihr nicht jeden Tag zu mir kommen und zuschauen und ja. Also viele sprechen mich vor allem auch immer wieder bei Discord an, dass ich einfach gute Videos mache und so weiter. Zeigt es einfach, indem ihr natürlich auch ein bisschen Zeit nehmt für so Sachen. Und ja, dass wir da einfach auch ein bisschen ein Team werden können, mir ein bisschen helfen könntet, weil ich habe ja Probleme. Ihr vielleicht ja nicht. Ich habe einfach, ja, mir macht das Spiel halt auch nicht so viel Spaß wie vielleicht euch. Aber ich mache es, ich halte es durch. Ich habe damit begonnen, ich habe gesehen, dass es profitabel ist. Ich muss aber keine Werbung machen. Ich will einfach euch haben, euch Kollegen, also alles Kollegen haben. Und da könnt ihr mir natürlich sehr viel helfen, wenn ihr bis jetzt auch geschaut habt, das Video. Aber das könnt ihr natürlich schon gerne. Was haben wir denn für Zeit? 39. Also 9 Minuten 30 ist das Video schon. Das hoffentlich noch schaut. Wenn nicht, ja, ist es nicht so schlimm. Ich tue einfach noch mal ein bisschen wiederholen, dass einfach wir als Deutsche noch bei Regnum etwas rauskitzeln lassen können, bevor dann Regnum erscheint. Und wahrscheinlich alle Leute dann bei Regnum hocken. Und ich vielleicht dann auch ein bisschen mehr Zuschauer noch bekomme.
Aber er hat gesagt, Joshua hat gesagt, er gibt sich halt sehr viel Mühe und es kommt in nächster Zeit wahrscheinlich noch nicht so in die Öffentlichkeit. Aber ja, ihr könnt ja gerne bei Discord joinen, bei ihm auf dem Channel. Ich glaube, ich habe sogar einen Kommentar in der Videobeschreibung. Jo. Jetzt tun wir noch ein paar Wölfchen besiegen, also Werwölfchen besiegen, damit wir die Quest hier durch haben. Und ich könnte ja noch ein bisschen Warzone mit euch machen. Ja, komm, wir machen Warzone. Ich habe jetzt Lust, Warzone zu machen. Aber ich habe momentan doch nicht so viel Lust immer, weil es auch ein bisschen stresst. Also eben mir hat ein bisschen mehr Stress. Weil ich so ein bisschen sie viermal stärker und so weiter. Das ist einfach zu extrem. Ja. Und ja, schauen wir gegen einen Magnoniten hier. Das spawnt immer ein Magnonit. Aber manchmal wird er schon zu sehr genommen, mitgenommen. Aber das nehme ich gleich hier bei der beim Tor. Also bei der Falltür. Ne, leider diesmal nicht. Ja, momentan ist ja wegen so im Hunger mehr Travel hier. Gut. Ja, es ist halt so, dass es für mich natürlich schon ein bisschen schwer ist, jetzt eigentlich bei Laune zu halten. Also, wenn ihr merkt, dass ich halt auch nicht so motiviert manchmal mache, selbst momentan ist es ja wieder gut, aber manchmal bin ich nicht so motiviert, muntert mich ein bisschen auf, dann geht's auch wieder. Und dann habe ich einfach ein bisschen viel Stress und Generve hinter mir. Und dann kann ich auch wieder ein bisschen besser sein. Aber Livestreaming und Let's Playing ist halt mittlerweile sehr schwer geworden, überhaupt Publikum zu bekommen. So, da dürft ihr gerne ein bisschen eigenverantwortlich machen, damit es euch besser geht. Es muss nicht mir besser gehen, aber es muss ja euch besser gehen, dass ihr noch mehr Videos habt und noch mehr freudige, also ja, ein Kommentator, der noch freudiger ist, habt. Ja, da könnt ihr viel machen. Aber ich weiß, dass einfach viele auch zuschauen und deshalb Dankeschön für alle, die ein bisschen fleißiger zuschauen. Also nur ein bisschen. So kann ich auch wieder ein bisschen mehr wachsen. Das ist halt ein bisschen momentan gerade linig. Dass ich einfach nicht wachse, nicht runtergehe, nicht einfach nur mittig bin. Also noch zu wenig bekannt. Ist klar. Jeder hat einen Wunsch, natürlich größer zu werden als Let's Player. Ja, gibt es Spieler hier? Ja, ein paar. Aber alle AFK. Das Fahrzeug, aber zum Pferd. Ich würde das nicht benutzen, weil ich keine Pferde benutzen möchte, weil sie zu fett sind. Die nicht durch Türen können und nicht so gut Treppen hoch können. Super gut. Oh, eine Ziege. Ein Muskelmonitor. Ah, hier ist was los. Der Killerbär ist hier. Ja, die Drohnen auch nicht. Die sind aber ganz zahlreich. Was machen die Ecken? Geht doch ein bisschen Soulmonger jagen. Ihr seid zu viele. Ja, genau. Die Reichweite einfach immer. Das ist voll das Scheiß. Ding. Stunzaubere. Ja, sicher. Wieso gehen alle auf mich? Ich sterbe wieder. 100% ich sterbe wieder. Mann, es gehen immer alle auf mich. Ich bin so wie das feme Stück hier. So, jetzt lasst mich doch auch mal ein bisschen ins Friede. Ich bin nur der Kameramann. Ich beiße nicht. Hä, wieso hat sie Ecken? Ah, nein, das ist gar nicht true. Also, ich muss einfach auch ein bisschen defensiver. Ich greife den mal an. Das geht mal gar nicht. Kommt halt nicht viele XP über, wenn ich so viel Schaden mache. Oder so lange am Kampf beteiligt ist. Ja, helft mir jetzt ein bisschen. Das sind zu viele. Ja, aber nicht besiegen. Ich muss auch noch ein paar XP haben. Ich muss doch leveln. Die müssen nicht mehr leveln. Die sind schon Level 60 meistens. Wir haben alle anspruchsvollen. Normale sind wahrscheinlich so Level ja, 55 bis 58 oder so.
Ja, so kann ich natürlich nichts machen. Dann gehen wir halt einfach Wölfe wieder besiegen. Aber pff. Ja, das Spiel ist sowieso so. Man kann meistens nicht viel machen, weil man nicht so viele Mitspieler hat oder meistens halt unterlegen ist. Deshalb bin ich jetzt gerade auch sehr wenig am Warzone machen. Außerhalb von den Videos. Dafür viel in den Videos. So viele Barbaren. Nein! Ich werde sterben, weil ich mich getraut habe. Ich kann nicht trauen. Wenn ich denke, ich muss mir doch jetzt das trauen, sterbe ich immer sofort, weil es einfach zu viele Barbaren hier gibt. Also, wir werden jetzt einfach Wölfe. Ich habe keinen Bock, weil, weißt du, ich habe keinen Bock, ständig auf die Schnauze zu bekommen, weil die Leute mich zu wenig saven. Nein, Scherz. Nein, weil ich halt einfach auch ein paar Keys haben möchte. Ein bisschen zu aggressiv bin. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass Champions of Regnum ist einfach nicht gemacht für Leute, die noch nicht Level 60 sind. Es ist einfach zu unfair als Barbar unterhalb von Level 60. Das ganze Spiel ist halt mega unfair. Ich sehe das immer wieder, es nervt einfach. Hier sind die ganze Zeit immer wieder Bashis, die jemand teilen, der vorne dran levelt. Toll, aber wieso machen die das? Gibt's irgendwie Rewards? Keine Ahnung. Oder weil sie einfach immer AFK sind die ganze Zeit. Ja, von mir was. Aber ich sehe nur auf dieser Treppe wieder Leute. Ja, du musst jetzt nicht hier leveln kommen. Ich bin ja die ganze Zeit schon am Leveln hier. Also bitte. Duft. Manche Spiele denken einfach immer so, ja, man muss anderen den Levelplatz wegnehmen. Ihnen keine Chance haben und so. Dann sehen sie mich, hauen sofort ab. Weil ich nicht mich stören lasse. Ich gehe dann einfach ein bisschen weiter und dann habe ich wieder Gegner. Aber viele lassen sich halt schnell stören und deshalb gibt es so viele Level. Gegner wegnehmen. Und auch so viele Level-Killer. Und deshalb, wird hier halt immer nur so 10 Minuten gelevelt und dann hauen alle ab. Und ich level so wie 5 Stunden pro Tag oder noch mehr. Also heute waren es sicher schon 7, 8 Stunden. Ja, da kommt echt nicht viel vorwärts. Auch mit dem 100% Boost, XP Boost. Aber ja, ich muss jetzt wieder wahrscheinlich einen 200 Boost kaufen, ich mir noch einen einsetzen. Das geht einfach zu lang. Ja, ich muss ja jetzt bald bei den Orks leveln und da möchte ich eher Eisen sammeln. Oh, nochmal ein Schwert links. Das ist schon schlechter. Ja, ist eigentlich. Doch, es ist schlecht, dass es violette Schwert. Oh, hallo. Komme ich da dran? Ja. Und Hamburger Stein. Ja, ich bin momentan eher glücklich auf den Drops, aber auch nur wegen diesem 100% mehr Items Boost. Also ein Drop Boost und auch ein Sim-Bonus, aber ich bekomme halt zu wenig Sims noch über. Sims. Aber Master Coin Bonus, meine ich. Natural. Ja. Aber dennoch eben, ich habe schon recht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die kosten. 15.000 oder so. Das wäre, glaube ich, 60.000. Ich habe jetzt 6.000 und ich bekomme kaum momentan über, weil einfach zu viele kämpfen am Abend. Am Morgen meistens komme ich viel mehr über, aber da möchte ich auch nicht so viel jetzt machen. Also noch recht früh am Morgen ist so 5 bis 7 Uhr meistens. Ja, und jetzt bekomme ich doch noch ein bisschen viel über. Ich hoffe, euch ist es jetzt nicht zu langweilig, wenn ich hier levele. Aber so seht ihr, wie ich level. Das ist doch auch gut. Jetzt muss ja nicht immer Warzone sein oder so, oder? Sag mal, was ihr am liebsten bei mir seht. Also wenn ihr mir zuschaut, also wenn ihr selbst spielt, könnt ihr auch schreiben. Am besten noch ein bisschen getrennt und schreiben. Ja, ich tue das, weil ich das gerne alleine hier mache und bei dir schaue ich etwas. Aber ich habe momentan weniger Chance beim Warzone, wenn zu viele auf einem Pulk sind, wie jetzt beim Arcus Borgford. Also einfach
Nicht wundern, dass ich jetzt momentan eher ein bisschen weggehe von viel zu vielen Kämpfen. Und dass ich da einfach mehr mache, wenn ich dann auch ein bisschen mehr Chance habe. Wird ja bald soweit sein. Ich werde sicher relativ gut ein paar Items bekommen. Dürft mir ja gerne ein paar ausleihen oder so. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch bei mir ein bisschen greeden. Ich kann euch auch Items abgeben. Also wenn ihr seht, in meinem Part, ich habe ein Item bekommen, also gedroppt bekommen oder erhandelt, was ich ja weniger mache, aber ja, könnt ihr auch mal schauen. Dann kann ich es euch geben. Einfach schauen, dass ihr es wieder zurückgeben könntet oder halt einfach abkauft. Aber auf jeden Fall werde ich gerne euch ein paar Items abgeben. Aber auch Gain-Leistung hat auch ein bisschen etwas mehr gibt, weil ich hab's schwerer, ich kann nicht so lange immer gehen. Also jetzt, also momentan ist ja gerade echt Kackwetter gewesen und es ist recht kalt heute gewesen noch. Einfach schön. Aber ich kann nicht so viel machen jetzt momentan, deshalb lieber ein bisschen mehr regnen. Dafür unter der Woche dann, nach dem Wochenende wieder weniger. Mal sehen. Aber Parts kommen eigentlich, denke ich, 2 pro Tag. Alle 20 Minuten, hä? Ihr seid überlastet. Wieso bin ich schon wieder überlastet? Ich hab zu viele Item-Drops wieder. Bitte erhöht doch mal das Limit vom Inventar. Einfach mehr Gewicht. Ich kann das 6000 Gewicht sagen. Es ist ja sowieso unrealistisch, 200 Gewicht zu tragen. Also bitte. Nicht wenige, sondern mehr. Ja, ja. Typisch Regnen. Macht alles falsch. Trotzdem ist es ein super Spiel. Nein, es ist ja eher so, dass man einfach immer ein bisschen genervt ist manchmal, aber trotzdem eigentlich eines der motivierendsten Spiele ist. Nicht von der Qualität, aber von der Motivation. Weil er macht ja mit. Meistens. Manchmal schauen die Leute nur, aber viele sprechen mich immer an und sagen, ich bin der und der ist der und so weiter. Ich sehe ganz viele Spieler sind Videogucker bei mir. Lol, greift jemand an. Also ein Goblin, das Pferd an der AFK ist so herum. Ja, und deshalb, ich finde es einfach toll, dass ihr auch ein bisschen ja, zeigt, dass ihr aktiv seid auch in Regnum. Es bindet auch wieder ein bisschen die Kollegschaft, die Freude und so. Also, dann ist, denke ich mal, der Part halt wieder zu Ende. Aber gut, ich mache ja eben 2 Parts pro Tag, aber jetzt wieder. Und wenn es zu viel ist, dürfte ich das auch gerne sagen, gell? Ja, diese greifen Clown mache ich jetzt nicht mehr, weil sie schon einfach sind. Und ich level weiter bis, ja, wahrscheinlich mit Level 53 dann, morgen, tschüss, oder heute noch, genau, weil ja ein Part voraus ist, ja, tschüss.